Bitte begrüßen Sie die Comedy-Legende Ingolf Lück. Guten Abend, ich muss ehrlich sagen, ich bin total froh, dass ich heute Abend hier sein darf, weil als Stefan mich gestern Abend anrief und sagte, pass auf, Ingolf, ja, die Red Hot Chili Peppers sind nicht gekommen, die Red Hot Chili Pipers sind nicht gekommen und ich selbst sehe aus wie Rocky Balboa nach dem 12-Runden-Sparring mit beiden Klitschkos, da habe ich sofort gesagt, ja, ich will dabei sein. Und dafür danke ich meiner Frau, weil eigentlich wäre ich nämlich jetzt gar nicht da, ja, eigentlich wäre ich jetzt nämlich zu Hause, weil ich habe heute Kinderdienst, ja. Vorlesen, Essen machen, ins Bett bringen. 4 und 6 sind die Kleinen, 4 und 6. Ja, das ist ein schwieriges Alter. Vor dem Gesetz noch nicht schuldfähig, aber trotzdem schon Vollzeitterroristen. Aber es ist natürlich auch schön. Meine Frau und ich machen das immer abwechselnd. Ja? Erst sie eine Woche, dann ich wieder einen Tag und dann sie wieder die nächste Woche. Sind eigentlich Eltern hier? Eltern hier? Ja? Ah, da, hallo. Und Babysitter oder Westfälischer Friede? Westfälischer Friede kennt ihr nicht? Westfälischer Friede hat man früher mal bei uns auf den Dörfern gemacht, wenn die Eltern mal ausgehen wollten. Einfach ein Spritzer Doppelkorn in die letzte Abendmilch und die haben durchgeratzt bis zum nächsten Mittag. Macht man heute natürlich nicht mehr. Heute nimmt man Baileys, das lässt sich schlechter nachweisen. Ich meine, Kinderlose meinen ja, dass man, sobald man Kinder hat, dass das Freizeitleben vorbei ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wenn ich mit meiner Frau ins Kino will, ja, dann rufe ich den Babysitter an und gut ist. Ja, der letzte Film, den wir gesehen haben, war der mit dem Wolf tanzt. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber mit den Babysittern ist echt ein Kreuz. Lass uns mal einen Moment ehrlich sein, ja? Also unsere Babysitter, man muss erstmal einen guten finden. Unsere erste Babysitterin war ein Mädchen aus der Nachbarschaft, 14, nett, zuverlässig. Die hatten wir so lange, bis wir nachts um 12 nach Hause kamen und auf unserer Sofagarnitur ihren Freund vorfanden, 24, breit, unzuverlässig. Die nächste war eine Schülerin und die hat sich während des Babysittens auf ihr Abitur vorbereitet. Toll, ja, ja, aber offensichtlich nicht nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht hat, sondern währenddessen. Woran wir das gemerkt haben, als unser Jüngster anfing zu sprechen, tat er das auf Lateinisch. Hätten mir ja eigentlich gefallen müssen. Aber das mit den Babysittern ist natürlich so ein Ding, weil die haben Termine. Es ist ja nicht so, dass die am Telefon sitzen und warten, dass sie endlich wieder zu uns kommen dürfen. Nein, Termine. Und wenn du Glück hast, dann nehmen sie dich gerade mal noch so dazwischen. Völlig ausgeschlossen ist es, Termine von einem Babysitter zu kriegen an Freitagabenden und am Wochenende. Also am Samstag. Weil das ist die Zeit, wo nicht nur Eltern gerne ausgehen, sondern auch Schüler. Die beste Zeit, um einen Babysitter zu kriegen, ist dienstags Nachmittag zwischen 14:30 und 16 Uhr. Aber versucht da mal genügend Leute für einen gemütlichen Kneipenbummel zusammenzubringen. Das mit den Terminen ist so ein Ding. Und das, obwohl die Babysitter dafür Geld kriegen. Und wie wir wissen, nicht zu knapp. Ja? Früher haben sich die Schüler nur ihr Taschengeld damit aufgebessert. Heute akzeptieren die ersten Babysitter sogar Kreditkarten. Scheiß Kapitalismus. Unser Babysitterin, ich darf das mal offen sagen, kriegt 8 Euro die Stunde. 8 Euro, schwarz natürlich, wohlgemerkt, nur fürs Babysitten. Es ist nicht so, dass sie uns dafür noch das Parkett abschleift oder die Steuern macht. Nein, nur fürs Rumsitzen. Ich meine, da kann ich sie ja gleich mit ins Kino nehmen, das kommt mich billiger. Und wenn du dann am Ende des Abends 36 Euro auf der Uhr hast, dann hast du aber nur einen 50er Client, dann guckt sie dich so lange mit ihren Augen an, bis du irgendwann sagst, stimmt so. Aber ich lerne. Vorgestern hat sie 4 Stunden gucken müssen, bis ich endlich gesagt habe, ist okay. Das macht dich natürlich als Eltern total pingelig, ja? Diese Preise. Ich meine, Kino ist was Schönes, ja? Aber Babysitter macht das Ganze unerschwinglich. Wir nehmen uns immer schon 1, 2 Flaschen Wein mit in den Kinosaal, damit wir hinterher nicht noch was trinken gehen müssen. Unser absoluter Rekord in Glorious Bastards in 2 Stunden 14 Minuten, inklusive An- und Abreise. Ich freue mich echt auf die DVD, weil ich bin irgendwie gespannt, wie der Film ausgeht. Die einzige Alternative zu Babysittern mit überzogenen finanziellen Vorstellungen sind Babysitter ohne überzogene finanzielle Vorstellung. Der Fachmann spricht auch von Großeltern. Wenn die in der Nähe wohnen und noch nicht ganz senil sind, sind die durchaus eine kostengünstige Alternative. Allerdings eine Alternative mit 2 Nachteilen. Erstens, Großeltern dürfen sich alles erlauben. Alles, wenn sie Babysitter sind. Klar, finde ich auch gut, sind ja auch Großeltern. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass meine Kinder nach 4 Stunden Pippi Langstrumpf-DVD sich nachts um 12 ihre Zähne mit Nutella putzen dürfen, nur weil meine Schwiegermutter auf sie aufpasst. Und der zweite Nachteil, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
Besonders, wenn man eh nur die dritten Zähne drin finden würde. Und wenn man die Oldies schon nicht bezahlt, dann will man sie auch nicht überstrapazieren. Ja? Das ist ja, und das schlechte Gewissen ist natürlich immer dabei. Ne? Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden dann doch mal zusammen mit meiner Frau ausgehe, dann sitzen an dem Abend nicht nur die guten Freunde mit beim Doppelkopfabend, sondern auch das ganz schlechte Gewissen. Man wird immer nach zwei Stunden, wird man fickerig. Und man will ja auch die alte Dame nicht überstrapazieren. Ne? Man muss auf jeden Fall vor 12 Uhr zu Hause sein. Und jedes Mal, wenn wir dann kurz vor 12 zu Hause sind, dann sind die Kinder entweder noch nicht im Bett oder meine Schwiegermutter beendet hektisch ihr dreistündiges von unserem Festnetz ausgeführtes Telefonat mit ihrer Schulfreundin in Atlanta mit dem Satz, ach, ihr seid schon da, dann wäre man nicht nötig gewesen. Na dann, gute Nacht. Hallo. Nimm Platz. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Schwiegereltern? Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber? Aber noch, ich muss ehrlich sagen, das sieht wirklich schwer. Ich muss ehrlich mal sagen, dass, wie du das nachher noch durchgezogen hast und dass du hier heute Abend sitzt, mal ehrlich, mal ganz privat, und das ist, glaube ich, wirklich mal ein Applaus wert. Oder das ist eine ganz tolle Sache. Doch, komm. Das muss man wirklich sagen. Was? Mach ohne Scheiß. Jetzt mal, irgendeiner muss ja machen. Ja, natürlich. Macht ja sonst keiner. Das sage ich auch immer. Das sage ich auch immer zu Hause. Ne? Aber ich meine, wie gesagt, ich habe schon gesagt, wir teilen uns das auf. Und ich bin natürlich ein moderner Vater auch in der Familie. Also ich kann beispielsweise Babybrei aufwärmen. Viel heißer als meine Frau sogar. Sehr gut. Und ich kann Windeln wechseln. Also ich weiß nicht, wie heißen denn deine Kinder? Was? Silvana, Sarafina, Estefania Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ja, ist das so die Namensauswahl, die hatten wir alle auch auf der Liste. Wir hatten alle auf der Liste, aber dann haben wir uns für andere Namen entschieden. Also, aber das sind natürlich auch tolle. Ich meine, Namen sind ja wichtig. Also zum Beispiel, nenn deinen Sohn Heinz Günther zum Beispiel. Und du weißt genau, ist alles schon vorgegeben, Junge Union, Seitenscheitel. Ja? Ich meine, schon wenn du den auf Heinz Günther taufst, dann trennt das Weib, was er dem seinen Seitenscheitel, wie damals Moses das Meer. Das ist so. Der hört schon, im Mutterleib hört er schon, wir nennen ihn Heinz Günther wie unseren Steuerberater und knüpft sich gleich im Mutterleib aus dem Nabelschnur die erste Krawatte. Ja, und ist so. Und so moderne Namen? Lavinia? Lavinia zum Beispiel? Schön, ja. Klingt wie eine Damenbinde, oder? Jeremy, ja. Also, die gibt es ja heute gar nicht mehr, oder? Die gibt's ja, wir sind ja auch mittlerweile so. Damenbinden kenne ich mich nicht mit aus, ehrlich gesagt. Nein. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, der hat einen Witz und der ging so: der sagte, jetzt spreche ich durch eine normale Binde und jetzt durch die Olvis Ultra. Ja. Den hat er auch lange nicht mehr gemacht. Ja. Vielleicht hört man ihn von dir demnächst wieder. Du bist auf Tour, du bist auf klassischer Stand-Up-Tour, nachdem du viel, 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 viel gemacht hast. Also es gibt kaum jemanden, der so viel gemacht hat wie du, von klassischen Comedy-Shows über TV-Shows, über Filme, über Sitcoms, Theater hast du gespielt. Du hast eigentlich alles gemacht, was man im Entertainment-Bereich inszeniert auch machte. Theater, jetzt für einige Sachen. Genau. Ja, und jetzt bin ich wieder auf Stand-Up-Tour. Jetzt bin ich auf Stand-Up-Tour. Das heißt, ich habe ein Stand-Up-Programm und morgen geht's los, morgen ist Premiere. Und ich habe ja Gott sei Dank den Witz mit der Olvis Ultra gerade schon ausprobiert. Der ist ab jetzt gestrichen. Der ist gestrichen, okay. Morgen startet die Tour in Braunschweig. Ja, haben wir gedacht, da muss es starten. Ja. Dann geht's nach Berlin. Wenn irgendwo eine Tour startet, eine Comedy-Tour, dann in Braunschweig. Aber zwei Tage später sind wir in Berlin. In Berlin. Am 16.04. in Berlin, am 24.04. in Wuppertal und am 25.04. hier bei uns in Köln. Und weitere Infos mit allen Tourdaten finden Sie unter ingolf-lück mit ue.de. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit. Danke. Und freue mich aufs nächste Mal. Ja. Ingolf Lück, meine Damen und Herren. Alles Gute. Danke. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.